begrüßen wir sehr herzlich Dr. Andreas Glöckner, der als Dramaturg des Bachfestes maßgeblich daran beteiligt ist, wie das Bachfest programmatisch sich ihn darstellt. Und Professor Robert Ehrlich, der im Bachfest nicht in erster Linie das Programm verantwortet, aber sozusagen bei der Einspeisung von Musikern nicht nur dieses Festivals, sondern ganz grundsätzlich maßgeblich beteiligt ist, das ist der Rektor der Leipziger Hochschule für Musik und Theater. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir wollen heute unter der Überschrift wie viel Thomas Kirchhoff steckt in Carl Philipp Emanuel Bach ein bisschen reden über den Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel, der im Zentrum dieses Bachfestes steht, weil in diesem Jahr sein Geburtstag sich zum 300. Male jährt. Ich hatte gerade schon einen kleinen Kurzdisput mit Andreas Glöckner. Ich finde, dass Carl Philipp Emanuel Bach, obwohl er eine der prägenden Musikerpersönlichkeiten des 18. Jahrhunderts war, fast vollständig vergessen ist. Andreas Glöckner hat 1988 einen Boom ausgemacht. Ich denke, er ist einigermaßen abgeebbt, unabhängig davon, ob er präsent ist oder ob er nicht präsent ist. Dass er mehr präsent sein könnte, ist, glaube ich, klar. Wie konnte es dazu kommen, dass er zumindest zwischenzeitlich fast völlig in den Hintergrund gedrückt wurde? Naja, das betrifft im Grunde genommen auch viele seiner Zeitgenossen. Wir hatten uns viel zu sehr auf die Zeit Bach, Händel, Telemann, hatten wir durchaus mit aufgeführt, fokussiert. Und die ganzen Zeitgenossen, ob das Johann Friedrich Fasch, ob das Georg Heinrich Stölzel waren, alles berühmte Leute, die sind alle ein bisschen runtergefallen. Auch die beiden berühmtesten Bach-Söhne, Johann Christian als Dritter, noch weniger beachtet wurde dann Johann Christoph Friedrich in Bückeburg. Das sind alles Komponisten, die, sag mal, bis in die 80er Jahre nicht sehr präsent war, aber bereits mit dem großen Bachfest 1988 in Hamburg hat man viele Sachen von Philipp Emanuel wieder aufgeführt. Das waren vor allen Dingen die Chorwerke, die bis dato völlig vergessen waren. Die Instrumentalwerke, die Klavierwerke waren schon ein bisschen bekannt, aber die großen Oratorien, die großen Kantaten sind bis dato nicht aufgeführt worden. Und das hat sich so seit 1988 entwickelt. Da hat zum Beispiel der Dirigent Hermann Max einen großen Anteil dran. Er hat viele der Sachen bei Capriccio damals erstmalig eingespielt. Auch der DDR hat damals eine sehr führende Rolle bei der Aufnahme solcher Werke. Das kam aber so, ja, dann in den 90er Jahren. Aber ob es abgeebbt ist, vermag ich nicht so richtig zu sagen. Also bestimmte Sachen sind regelmäßig aufgeführt worden. Das betrifft das Doppelchörige Heilig, das stand immer mal auf dem Programm. Oder das Magnificat, das ist auch schon von 1988 sehr oft gemacht worden. Die Sinfonien auch. Ich weiß, Hartmut Hähnchen hat eine ganze Reihe von Aufnahmen schon in den 80er Jahren gemacht. Also ganz tot war Philipp Emanuel gewesen nicht. Aber er verdient natürlich viel stärker in den Fokus gerückt zu werden, als es bisher der Fall war. Naja, zumal er auch mindestens zwei Schienen die Zukunft nachhaltig beeinflusst hat. Zum einen über das, was auf die Generation Mozarts an Begeisterung, an Anschüben, an neuen musikalischen Ästhetiken von ihm ausgegangen ist. Zum anderen, und da schlagen wir die Brücke zur Hochschule, auch durch sein lehrendes Wirken. Also er selber hatte ja keinen akademischen Hintergrund. Seine Ausbildung ist im Großen und Ganzen im Umfeld des Vaters, vom Vater selber geschehen und sehend und hörend all das, was in Leipzig passierte. Aber seine Schule, die wahre Art, das Klavier zu spielen, nach der ja auch das Bach-Motto dieses Jahr benannt ist, hat ja, ich glaube, Maßstäbe gesetzt, wie vielleicht sonst nur die Flötenschule von Quanz. Spielen solche Schriften heute in der Musikerausbildung noch eine Rolle, speziell in der alten Musik, oder ist das Schnee von gestern? Also ich denke, wer sich mit der Aufführungspraxis in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auseinandersetzen möchte, kommt um Bach und Carl Philipp Emanuel Bach und Quanz nicht herum, ebenso wenig um Leopold Mozart. Das sind die drei großen Schriften über die Instrumentalmusik, die sich auch mit ästhetischen Fragen der Aufführungspraxis sehr intensiv und sehr lebendig auseinandersetzen. Natürlich werden diese Werke heutzutage auch aktiv verwendet, zudem einige Grundsätze der Bachschen Musikerziehung, da werden wir mit Sicherheit vertieft darüber zu sprechen kommen, sich so viel nicht verändert haben. Ein Verständnis von Harmonie und Kontrapunkt ist nach wie vor die Grundlage für eine kompositorische Auseinandersetzung mit der Gassenfuge zum Beispiel,
ohne ein Verständnis von vierstimmigen Chorälen kann man sehr wenig anfangen mit dem abendländischen Kanon. Und diese Dinge werden nach wie vor vermittelt, ganz selbstverständlich. Ist das sozusagen Pflichtlektüre für jemanden, der bei Ihnen Cembalo studiert? Oh ja. 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 Und wäre im gleichen Atemzug auch Kranz zu nennen als Pflichtlektüre für die Flötisten? Auf jeden Fall. Aber es ist eine Entwicklung zu verzeichnen. Das wäre, glaube ich, immer der Fall gewesen. Mhm. Also ich denke, wenn man 30 oder 50 Jahre zurückgeht in Leipzig, wäre Kranz und Karl Manuel Bach Pflichtlektüre gewesen. Was neu hinzugekommen ist, im Rahmen der verstärkten Auseinandersetzung mit alter Musik in der gleichnamigen Fachrichtung unserer Hochschule, ist, dass alle subsidiäre Quellen oder, wenn es subsidiär falsch, die vorhergehende Quellen, die sich über mehrere Jahrhunderte mit Grundsätzen der Generalbasspraxis auseinandergesetzt haben, das sind jetzt unmittelbare Bestandteile der Ausbildung. Alle Studierenden der Fachrichtung also Musik haben Cembalo als Pflichtfach und das bedeutet in erster Linie Generalbass. Mhm. Wenn wir über die wahre Art sprechen, dann reden wir nicht nur von einem sehr einflussreichen, sondern auch numerisch erfolgreichen Buch. Es hat zahlreiche Auflagen gegeben. Ich glaube, in Insiderkreisen weiß jeder, wovon die Rede ist, wenn von der wahren Art die Rede geht. Aber Hand aufs Herz, ich frage mal ins Publikum, als Sie erfahren haben, dass das Bachfest 2014 unter dem Motto steht, die wahre Art, ist der Groschen sofort gefallen? Sie sagten, oh mein Gott, da geht es um Karl Philipp Emanuel Bach, klare Sache, da müssen wir hin. Nee, ne? Also ist vielleicht der Wunsch ein wenig der Vater des Gedankens, dass dieser Funke sofort überspringt. Aber Karl Philipp Emanuel Bach hat ein gigantisches Werk hinterlassen, im Grunde aller denkbaren Gattungen, von der Kammermusik bis zum großen oratorischen Werk. Wie in Gottes Namen findet man daraus die Werke, aus denen sich so ein Festival bestücken lässt, wo ja auch noch andere Komponisten vorkommen sollen, zum Beispiel der Vater? Naja, wir haben den Vater mit eingeschlossen, wir haben Georg Philipp Telemann mit eingeschlossen, als den Patenonkel von Philipp Emanuel, und wir haben Händel mit eingeschlossen, der sogar eine Verbindung zu Bach und zu Karl Philipp Emanuel hat. Wo man das Programm natürlich herbekommt. Nämlich, wie sieht die aus, die Verbindung? Wie sieht die aus, die Verbindung? Na, es gibt so viele interessante Querverbindungen. Erstmal zwischen Philipp Emanuel und Georg Philipp Telemann. Telemann war ja der Amtsvorgänger in Hamburg von Philipp Emanuel. Und Philipp Emanuel hat schon 1756 versucht, in Hamburg gewissermaßen den Fuß in die Tür zu bekommen, indem er eine Kantate von sich aufgeführt hat, in der Hoffnung, bald die Nachfolge seines Onkels antreten zu dürfen. Dass der so alt werden wollte, konnte er nicht ahnen. Er war relativ alt geworden. Und zwischen Telemann und Händel gibt es auch eine ganz enge Verbindung. Telemann und Händel standen in ganz engem Kontakt. Händel hat sich alles gekauft, was er von Telemann bekommen konnte. Und Telemann wiederum steht in enger Verbindung mit Johann Sebastian Bach, weil die beiden ziemlich früh, schon zwischen 1708 und 1712, hatten die enge Kontakte. Da war ja Telemann in Frankfurt und Bach in Weimar. Und die hatten also doch sich häufig getroffen. Bach hat sogar in der Zeit ein Konzert von Telemann abgeschrieben und aufgeführt. Ja, und der Sohn und der Vater stehen natürlich im sehr engen Kontakt, das ist klar. Weil Philipp Emanuel im Grunde genommen seit 1768 ein Amt ausführt, wie sein Vater, der 1723 Thomas Kantor wurde. Und die Vita der beiden ist also ein bisschen ähnlich. Philipp Emanuel versucht zuerst Organist zu werden, bewirbt sich in Naumburg um eine Stelle mit Hilfe seines Vaters. Das funktioniert nicht. Er hat ja in der Zeit noch Jura studiert, von 1731 bis 1734, und setzt dieses Jurastudium dann in Frankfurt an der Oder fort. Er war Mitmusizierender im Kollegium seines Vaters. Er saß immer im Cembalo, während der Vater die Solovioline gespielt hat. Das berichten die beiden älteren Söhne, nämlich Johann Nikolaus Forgel. Der hat das dann in seine Bachbiografie 1802 einfließen lassen. Und er sagt,
Bis von der Jugend bis zum herannahenden Alter spielte er die Violine rein und durchdringend und hielt damit das Orchester in einer viel größeren Ordnung, als er von einem Cembalo hätte aus haben können. Das ist interessant. Bach führt von der Violine an und Philipp Emanuel sitzt am Cembalo. Das erklärt auch, warum Philipp Emanuel in der Zeit ganz viele Cembalo-Stimmen schreibt. Er schreibt überdies auch Violin- und Bratschenstimmen. Der Vater hat gerne Bratsche gespielt. Er wollte das ganze Geschehen so gerne aus der Mitte aus beobachten, wie das funktioniert. Und dass die, das kommt auch wieder auf den praktischen Aspekt, dass die Stücke von Philipp Emanuel sich für die Streicher manchmal sehr schwer spielen lassen, hat einen ganz einfachen Grund. Das erklärt uns Reichert, er war von Natur aus links, sagt er, war nämlich Linkshänder. Er hat also mit der linken Hand den Bogen geführt und hatte die Werke aus einer ganz anderen Perspektive komponiert als sein Vater. Und deshalb klagen heute noch manche Streicher darüber, dass sich die Stücke von Philipp Emanuel so furchtbar schwer spielen lassen. Wobei das ja wirklich eine ganz interessante Brücke in frühere musikalische Gepflogenheiten bietet. Es war relativ selbstverständlich, dass Komponisten der Zeit natürlich Musiker waren, aber eben auch natürlich Multi-Instrumentalisten waren. Denn nur aus der eigenen Praxis konnte natürlich sich so eine Unterschiedlichkeit der Kompositionsweise überhaupt erst ergeben. Fehlt uns das heute nicht sehr, dass selbst in den Ensembles, die sich mit alter Musik auseinandersetzen, im Grunde nur Spezialisten sitzen, bis auf ganz wenige Ausnahmen? Also nicht nur alte Musikspezialisten, sondern eben auch ein Traversflötenspezialist oder ein Blockflötenspezialist oder ein Fagottspezialist, die dann, wenn es hart auf hart geht, nicht mal mehr ein modernes Instrument anpacken, weil sie halt gelernt haben, dass alte Musik auf derlei Instrumentarien zu spielen ist. Also meine persönliche Meinung dazu ist, dass das eine Phase gewesen ist, die längst abklingt. Mhm. Ich denke, gerade von Tasteninstrumenten ausgehend gibt es deutlich weniger reine Cembalisten, als es vor 20 Jahren gegeben hat. Inzwischen sind die meisten historische Tastenspieler zu Hause mindestens bei Cembalo und Orgel. Und dann geht es in die eine oder andere Richtung, entweder rückwärts mit Klavichord oder vorwärts mit Hammerflügel. Richard Egar zum Beispiel, der im Bachfest auftritt mit Martin Bissen zusammen, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Er spielt allerlei Tasteninstrumente mit großer Virtuosität und ist auch als Kapellmeister und Bearbeiter so ein bisschen im Stokowski-Stil inzwischen recht bekannt. Wo man vor wenigen Jahren, vor zwei Jahrzehnten noch die Nase gerümpft hätte. Also der Stokowski-Stil ist ja wirklich nicht sehr gut angesehen. Ja, ich denke, wenn man an Bob van Asperen denkt, er ist Cembalist und damit hat er seine Reputation gemacht. Ich denke, mit der zunehmenden Professionalisierung der alten Orchester, also vermeintlich authentischen Orchestern, die auch vermeintlich authentischen Instrumenten spielen, mit einer vermeintlich authentischen Führungspraxis, das ist ein langes Thema. Aus vermeintlich authentischem Notenmaterial. Eben. Aber mit der zunehmenden Professionalisierung, dass diese Klangkörper permanent unterwegs sind, einen Daueraufnahmebetrieb haben und mit einer sehr, sehr hohen Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit jeden Tag auftreten, da kommen im hohen Maß die Vielfältigung der Tätigkeit, sodass es inzwischen überhaupt keine Seltenheit ist, dass Blockflötenstimmen von Oboisten gespielt werden, was eher einer historischen Praxis entspricht. Das wäre vor 20 Jahren, glaube ich, nicht der Fall gewesen. Und dass sogar Zwitter entstehen, die sowohl Streichinstrumente als auch Blasinstrumente spielen, das ist inzwischen keine Seltenheit mehr. Das ist auch etwas, was wir in der Hochschule versuchen abzubilden, indem wir sehr versuchen, alle Studierenden zu unterstützen, die ein zweites Instrument professionell erlernen wollen. Und zwar gerade in dieser Szene, weil das für die kommerzielle Berufspraxis, für das Überleben von zunehmender Bedeutung wird.
Das ist diese Universalität von vor knapp 300 Jahren, ist wieder eine schöne Brücke zur wahren Art, denn da reden wir ja nicht von der Klavierschule im tschernischen Sinne, dass da drin steht, welche Tonleiter man am besten mit welchem Fingersatz zu spielen hat, sondern es geht ja um sehr, sehr viel mehr. Nämlich, was verbirgt sich hinter diesem Buch? Herr Glöckner kann das mit einer viel größeren wissenschaftlichen Vertiefung. Also für mich ist es ein Kompendium, wie man mit der Musik dieser Zeit umgeht. Da wird umfassend beschrieben, was es mit den willkürlichen, wesentlichen Manieren an sich hat. Also alles, was auf der Oberfläche entsteht, dann wird in die Struktur eingedrungen mit vertiefte Abhandlungen über Harmonie und Kontrapunkt und die Art zu komponieren. Und dann auch die Deutung der geschriebenen Töne jenseits von oberflächlicher Bemalung wird auch aus der rein praktischen Sicht eines Mannes geschrieben, der 30 Jahre lang am Hof den König beim Flötenspiel in den immer gleichen Kranzkonzerten begleiten müsste. Also er wusste ganz genau, wie man den König irgendwie steuert. Er dürfte nicht kritisieren. Also Quanz dürfte Bravo sagen, das dürfte Karl Philipp nicht tun. Aber er hat wirklich erlebt als Chorrepetiteur, wie schaffe ich es, meinen Kopf auf meine Schulter zu halten und auch für ein musikalisches Geschehen zu sorgen. Aber das können Sie mit Sicherheit. Vielleicht wenn wir das in der... Das ist auch ein diplomatisches Werk, ja. Denke ich. Aber es ist ein Werk, das aus der Praxis entstanden ist, aus einer Praxis, die ihre Wurzeln hier am Thomaskirchenfort im Großen und Ganzen. Und die Frage ist, wie weit kommt man mit diesem Werk auch noch an die Aufführungspraxis der Werke des Vaters an? Das ist ein Generationenunterschied, es ist ästhetisch sehr viel passiert zwischen Johann Sebastian und Karl Philipp Emanuel Bach, aber hilft uns die wahre Art auch beim Verständnis der Werke des Vaters oder ist das ein Neubeginn? Natürlich hat das seine Wurzeln in Leipzig. Philipp Emanuel sagt ja, dass es keinen Musiker gab, der nach Leipzig fuhr und seinen Vater nicht besuchte. Also jeder Musiker, der in Leipzig präsent war, ging auch zum Thomaskantor. Er beschreibt das später auch, mein Vaterhaus war wie ein Taubenhaus und dessen Lebhaftigkeit. Das sind aber nicht nur die Musiker gemeint, die da täglich ein- und ausgingen, sondern das sind auch die 100 externen Schüler, die in der Thomasschule ausgebildet worden und die 56 Alumni. Philipp Emanuel war externer Schüler, obwohl er im Hause wohnte. Aber er hat eben die gesamte Musikszene Leipzigs hautnah miterlebt. Die einzigen Komponisten, die er nicht persönlich in Leipzig erleben konnte, das waren Händel, Reinhard Kaiser, Gottfried Heinrich Stölzel, aber alle anderen Musiker hat er irgendwie in der Zeit schon mitbekommen. Also das ist relativ viel. Also im Grunde eine Zeitzeugenschaft, von der heutige Musiker, heutige Interpreten unendlich viel auch lernen könnten, wenn sie sich bei Zeiten damit auseinandersetzen. Und das durchaus nicht nur in der Fachrichtung alte Musik, oder? Also wir hätten gerne einen solchen Strom an große Komponisten in unserer Hochschule, aber das ist selbst in Zeiten von Ryanair nicht möglich. Ja, da muss man daran arbeiten, denke ich. Wenn man sich die Notenbibliothek von Karl Philipp Emanuel anschaut, da war im Grunde genommen alles vertreten, was die damalige Zeit zu bieten hatte. Schon 1770 hatte er 6 Kantatenjahrgänge sich abschreiben lassen, die waren ihm verfügbar. Weitere Kantatenjahrgänge hat er noch abschreiben lassen. Er besaß die großen Werke von Georg Friedrich Händel, die hat er auch in Hamburg aufgeführt. Aber im Grunde genommen mit allen Wassern gewaschen. Auch am Berliner Hof konnte er alles kennenlernen, was Rang und Namen hatte, durch Reisen. Also er hatte eine Universalbildung wie kaum ein anderer. Und das ist natürlich alles in dieses Kompendium des modernen Klavierspiels mit eingeflossen. Und die großen Komponisten Mozart, Beethoven und Haydn haben natürlich sehr davon profitiert und die kannten das Werk auch. Die haben damit gearbeitet. Also es war nicht nur ein Lehrwerk für angehende Cembalisten oder angehende Musiker, sondern die prominenten Musiker haben sich genauso damit befasst. Das ist eben das Wesentliche an dieser Klavier. Zurück den Bogen schlagen können zur Frage, von der Sie eben so ein bisschen ausgewichen sind, wie man aus diesem unvorstellbar reichen Fundus an Werken von CPE
und unvorstellbar vielen Werken, die mit ihm in Beziehung stehen, wie man daraus ein Festival bastelt. Denn das ist ja, also noch mehr in die Vollen gehen kann man ja gar nicht, zumal man davon ausgehen kann, dass das allermeiste, dem man da begegnet, auch noch unbekannt ist. Also Terra Incognita, eigentlich doch traumhaft, oder? Das ist ein Trauma. Es ist ein traumhaftes Thema. Und wie man ein Festival daraus basteln kann. Wir haben geschaut, was Philipp Emanuel alles in Hamburg für Musik rezipiert hat. Welche Werke von seinem Vater rezipiert hat, welche Werke er von seinen Zeitgenossen rezipiert hat. Die sind zum großen Teil in dieses Programm mit eingeflossen. Das ist ungefähr das Standbein. Aber sind denn überhaupt, also man hat ja gelernt, die Bach-Rezeptionen, die der großen oratorischen Werke, setzt mit Mendelssohn ein und dazwischen gab es nichts. Dass das so ganz so nicht war, das ist überhaupt nicht so gewesen. Also in Hamburg hat es auch große oratorische Werke Bachs gegeben. Ja, die Matthäus-Passion ist 1768 teilweise aufgeführt worden von seinem Vater. Er konnte sie nicht komplett aufführen. Über dieses Mendelssohn und Zelter haben das Werk auch 1829 nicht komplett aufgeführt. Das war nur eine Teilaufführung, ganz radikal gekürzte. Philipp Emanuel durfte in Hamburg eine Passionsmusik von 60 bis 75 Minuten Dauer aufführen, also musste er von daher die Passionsmusik seines Vaters radikal kürzen. Was er gemacht hat, und das ist jetzt auch ein bisschen Rezeption, er verwendet die Chöre aus der Passion seines Vaters, die Turba-Chöre, aber die Archen komponiert er neu. Das erinnert mich an eine schöne Rezension einer Aufführung einer Bachschen Kantate in Hamburg. Und da schreibt der Rezensent darüber, außer zwei entzückend schönen Arien von Benda wurde auch eine Fuge vom alten Bach geboten. Außer zwei entzückend schönen Arien von Benda wurde eine, na, das ist das Verständnis, Fugen kauft man alt, Arien komponiert man neu. Und das macht Philipp Emanuel der Matthäus Passion genauso. Er kauft die Turba-Chöre seines Vaters, übernimmt einige Rezitative, komponiert aber völlig neue Arien. Und er macht noch was Interessantes. Da er mit 8 oder 9 Sängern in Hamburg keine doppelchörige Passionsmusik aufführen konnte, macht er Folgendes, er lässt den einen Chor von Instrumenten spielen und den anderen lässt er singen. Das ist eigentlich als ein Beweis dafür, dass man eben mit 8 Sängern nicht unbedingt doppelchörig singen sollte. Er sagt, also das geht mit, und er hatte professionelle Sänger, er hatte 9 professionelle Sänger in Hamburg, aber die lässt er eben nur einen Chor singen. Ne? Den Rest spielen die Instrumente. Er muss also ganz pragmatisch damit vorgehen. Sie haben eben ja schon hingerissen, dass er seinen Lebensweg ein kleines bisschen nach dem seines Vaters rebelliert hat, oder zumindest ist es so passiert. Und er hat ja von Kindesbeinen an mitbekommen, wie sein Vater sich hier mit dem Rat der Stadt rumgeärgert und gezankt hat und eigentlich mit den Voraussetzungen nie so richtig zufrieden war. Mhm. Hat er das ändern können? Offenkundig ja nicht, sonst hätte er ja 90 Sänger gehabt und nicht 9. Naja, gut, er hat das nicht ändern können. Er hat es auch mal im Nekrolog beschrieben, den er ungefähr im Dezember 1715 Nachruf mit verfasst hat. Da schreibt er, nie hat der Selige solche Ausführer seiner Arbeit gehabt, die ihm die verdrießlichsten Bemerkungen über dieselben erspart hätten. Also Bach muss sich doch ziemlich häufig über seine Musiker aufgeregt haben oder war mit der Qualität nicht zufrieden. Ja, das ist auch kein Wunder, wenn man ein semi-professionelles Ensemble hat, das besteht aus Stadtpfeifern, Kunstgeigern, Studenten und Alumnen. Also ein Sammelsurium, das hatte Bach in Köthen nicht, er hatte professionelle Musiker gehabt und Philipp Emanuel hatte in Berlin natürlich professionelle Musiker in der Hofkapelle gehabt, in Hamburg war das wieder ein Gemisch wie bei seinem Vater. Also er kommt aus einer professionellen Hofkapelle, geht wieder in eine Stadtkantorei, wo ein gemischtes Ensemble ist. Beim Vater ist es genauso. Er kommt aus einer Hofkapelle mit hervorragenden Musikern und muss sich in Leipzig mit einer Situation arrangieren, die eben nicht ganz seinen Erwartungen entsprach. Aber egal, ob in dem professionellen Umfeld oder im semi-professionellen Umfeld, die Art und Weise, wie man zur Aufführung kam, war für Musiker damals ja grundsätzlich anders als heute. Heute bekommt man bei Zeiten, wenn man eine Mucke hat, die Noten geschickt, dann schafft man sich das drauf und dann gibt es diese oder jene Probe und dann ist die Aufführung. Alles, was vor der Generalprobe, es fand ja früher meistens gar nicht statt, oder? Also, wenn man zeitgenössische Berichte hört von noch tintennassen Noten, die morgens auf der Orgelempore verteilt wurden, stellen sich mir immer zwei Fragen. Entweder wie grauenvoll muss es geklungen haben, oder um wie viel besser müssen damals die Musiker damit umgegangen sein, als wir das heute können. Was stimmt eher?
hätte ich eine Zeitreisemaschine, die ich übrigens sehr gerne hätte, da könnte ich darüber Auskunft geben. Also wir wissen wirklich nicht, wie es gekommen hat. Aber ja. Also dazu müsste man, glaube ich, einrechnen den Krankenstand, der immer sehr hoch war, gerade wo es um Knaben ging. Wie war das, Herr Glöckner, dass bei Johann Sebastian ungefähr ein Drittel wirklich tüchtig waren, ein Drittel untüchtig und ein Drittel krank? Naja, das waren. Kann man, das war meistens das tüchtige Drittel, die waren das, krank. Das kann man so generell nicht sagen. Das ist eine Situationsbeschreibung von 1730. Die Qualität eines Knabenchors ist immer schwankend. Das merken wir sogar bei den Thomanern. Da brauchen bloß 5, 6 Sopranisten zu mutieren und schon steht der Thomas Kamper vor unlösbarem Problem. Das ging Bach auch nicht anders. Wenn er zum Schuljahresende 4 oder 5 mutierende Sopranisten hatte, dann sah er natürlich nicht gerade gut aus. Und dann, wenn das Schuljahr begann, mussten erstmal neue Sopranisten wieder qualifiziert werden. Und im Verlauf des Schuljahres konnte die Qualität wieder steigen. Und das war ständig ein Auf und Ab. Das war nicht ein gleichbleibendes Niveau. Das ließ sich auch gar nicht halten. Also wenn Bach im August schreibt, dass er 1730 schreibt, dass er zu wenig gute Musik hat, muss das nicht in der Gesamtbeschreibung für 27 Amtsjahre sein. Das war, glaube ich, immer eine wechselnde Qualität. Und sie war ja auch davon abhängig, was Bach an guten Studenten zur Verfügung hatte. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Fakt. Die Studenten werden halt immer ausgeklammert in der Frage der Aufführungspraxis. Aber weiß man denn, ob bei Carl Friedrich Emanuel oder bei Johann Sebastian, inwieweit für bestimmte Partien in Werken schon Musiker gleich im Kopf eine Rolle gespielt haben beim Komponieren? Also hatte er den Geiger, für den er die Arien in der Matthäus-Passion geschrieben hat? War das einer, der bestimmte Vorzüge hatte und so ist es dann auch in der Musik? Und war das bei Carl Friedrich Emanuel ähnlich oder weiß man das nicht? Naja, bei Johann Sebastian weiß man, dass er mit Gottfried Reich einen hervorragenden Trompeter hatte. Der Nachfolger muss überdies auch nicht schlecht gewesen sein, sonst hätte Bach so anspruchsvolle Partien wie die im Weihnachtsoratorium nicht schreiben können, denn Gottfried Reich starb im Oktober 1734. Ja, mit einem ist es ja nicht getan, nee. Die anderen beiden haben ja auch noch einen Zug über Weihnachtsoratorium. Ja, aber gut, das war der zweite Trompeter, der dritte war immer ein Geselle, man würde so heute sagen ein Azubi. Die waren immer dabei, also jeder Stadtpfeifer durfte sich 3 bis 4 Gesellen halten. Die muss man immer dazu rechnen bei den Bachschen Aufführungen. Das darf man nicht vergessen. Natürlich erwähnt die Bach im Entwurf nicht, weil sie nicht bezahlt werden. Ist klar. Womit wir wieder bei Carl Friedrich Emanuel sind, waren seine Voraussetzungen in Hamburg eine sehr reiche Stadt, eine sehr große Stadt, aber reich war Leipzig damals auch und groß war Leipzig auch. Hatte er bessere Bedingungen? Die waren insgesamt schon etwas besser, aber Matheson schreibt vorher schon mit unseren Sängern hier in Hamburg, sieht es sehr dünner aus. Es waren also nur 8 oder 9. Man konnte natürlich immer mal Substituten dazu gewinnen, aber auch das in Hamburg war das nicht immer eine ganz konstante Aufführungssituation. Und wie war überhaupt der Stellenwert der Kirchenmusik in Hamburg? Also wenn schon die zeitlichen Reglementierungen so sind, dass es also auch in der Passion nicht über 75 Minuten hinausgehen durfte, scheint das ja doch in die Richtung zu deuten, dass der geneigte Pfeffersack lieber nicht so viel Musik hatte in der Kirche. Naja, im Unterschied zu Leipzig hatte Philipp Emanuel in Hamburg eine Kantate vor der Predigt und eine nach der Predigt aufzuführen. Und er hat das in Form von sogenannten Quartalsmusiken oder Quartalsstücken gemacht. Er hat diese Kantate, wenn er sie zum Sonntag zum Michaelisfest aufgeführt hat, kam die 4 anderen Aufführungen dann an den Sonntagen nach Michaelis. Er hat also ein und dasselbe Stück 5-mal aufgeführt. Das war natürlich ein großer Vorteil. Erstens hat sich das dann ein bisschen gefestigt. Man hat ihn nicht nur einmal aufführen müssen, sondern es erklang eben über mehrere Wochen. Und er musste dadurch nicht so furchtbar viele Aufführungsmaterialien bereitstellen. Er musste nicht jeden Sonntag eine neue Kantate aufführen. Das ist ja ein großer Unterschied. Und die, bei denen dann in diesem Zyklus die letzte Aufführung war, hatten dann den Vorteil, dass es sozusagen eine geprobte Aufführung gab, was das, bei den ersten nicht der Fall war. Ja, das muss aber nicht unbedingt so gewesen sein. Also bei den Passionsaufführungen, die ja auch im Rotationsprinzip durch die vielen fünf Hamburger Hauptkirchen liefen, da war es am Ende so, dass die Sänger bei der letzten Aufführung dann so abgesungen waren, dass das Publikum auch nicht mehr ganz zufrieden war. Also klar, wenn du Passionsmusik mehrere Male aufführen muss,
Wir lernen daraus, es war nicht alles schön. Und war es nicht tatsächlich so, dass Hamburg Karl Philipp vertraglich gebunden hat, 10 Passionsaufführungen innerhalb von 13 Tagen zu veranstalten? Ja, das muss man sich erst einmal vorstellen. Das war die rotierende Kirchenmusik. Ja. Also um auf Ihre vorherigen Frage zurückzukommen, ich denke, oder ich erlaube mir ein paar Thesen aufzustellen. Ich denke, die damaligen Musiker haben hervorragend vom Blatt gespielt, beziehungsweise gesungen, im Vergleich zu unseren Sängern, die auch bei erlauchten Namen teilweise gar nicht vom Blatt singen können. Es ist übrigens nicht völlig ausgeschlossen, auch an Aufnahmeprüfungen renommierten Hochschulen in Deutschland, dass vom Blatt singen auf mum gemacht wird, also nicht mit Worten. Ich denke, dass ein Sänger, der das versucht hat bei Vater Bach, hätte nicht lange Bestand gehabt in seinem inneren Kreis. Aber was sicherlich dabei dienlich war, es war ein verhältnismäßig homogene stilistische Materie. Wenn man heute denkt, was ein Spezialist für die zeitgenössische Musik unseren Tagen an Heterogenität bewältigen muss, angefangen von dem Notenbild, erweiterte Spieltechniken, Ansätze von Penderecki über Arvo Pärt bis hin zu Klaus-Steffen Mannkopf, da ist das Welten dabei. Also ich denke, man konnte von einer sehr hohen sportlichen Position ausgehen, man konnte von einer gewissen Familiarität, einem gewissen Bekanntheitsgrad der Materie, auch wenn die Musik an sich neu war. Und das, was vielleicht auch eine Rolle gespielt hat im Selbstvertrauen eines darstellenden Künstlers zu der Zeit, war, dass die Aufführungssituation meist relativ locker war. Es gab keine Live-Übertragung im Funk. Wir hatten die ganze Problematik Tonkonserven, Aufnahmen, Perfektionismus natürlich nicht. Aber auch ganz einfach, in der Kirche wurde wahrscheinlich nicht so stillgehalten, wie wir das heute kennen. Die Gemeinde kam und ging und war laut und unterhielten sich. Und das war auf jeden Fall bei Konzerten der Fall. Und das Ganze war weniger hoch konzentriert und angestrengt, wie wir das heute erleben. Könnten Sie diese Thesen mittragen? Oder ja, man muss das wahrscheinlich ein bisschen differenzieren. Also bei seinen regulären Kirchenmusiken war das vielleicht so, aber bei seinen öffentlichen Konzerten, die er veranstaltete, war das schon etwas anderes. Da hat er so richtig große Konzerte gemacht in Hamburg. Ein Präzedenzfall ist das Konzert mit dem Credo der Hammelmesse seines Vaters am 9. April 1786, wo dann die Hamburger Presse euphorisch schreibt, das ist eines der größten musikalischen Stücke, die je gehört worden sind. Also ein schweres Werk hat er in Hamburg gemacht und das dann bemerkt er. Aber nicht mit seinen neuen Sängern bei diesen Konzerten gehalten. Da hat er mehr Sänger gehabt, ja. Da war er nicht so beschränkt. Und da hat er noch in dem Konzert sein großes Magnificat aufgeführt und am Schluss das Doppelchörige Heilig. Eines der gigantischen Stücke, von dem er gesagt hat, er hat es komponiert, damit man seiner nicht vergessen wird. Das Stück ist überdies vorher in Leipzig schon aufgeführt worden von Johann Adam Hiller in der Paulinerkirche mit über 70 Instrumentalisten. Das war also auch keine Rifkin-Besetzung. Die haben also mit ganz großer Besetzung dort musiziert und da wurde dann gesagt, dass die Kirche so voll war, dass man nicht mal die Luft holen konnte. Also die kleine Paulinerkirche mit über 70 Instrumentalisten, von Sängern wird gar nicht gesprochen. Es müssen ja adäquat viele gewesen sein. Und Philipp Emanuel Bach hat eben solche großen Konzerte in Hamburg öfters gemacht. Und man muss auch unterscheiden, er hat bei den Kompositionen, die für den Druck vorgesehen waren, also Auferstehung in Himmelfahrt, sein Oratorium der Mutter, Israeliten in der Wüste oder das Doppelchörige Heilig, hat er viel mehr Zeit und Arbeit investiert als in seine regulären Kirchenmusiken. Deshalb hat man ihm anfangs so ein bisschen den Vorwurf gemacht, er würde das Amt nur in Kommission verwalten. Im Gegensatz zu Telemann, der bis zu seinem Lebensende
immer eigene Stücke aufgeführt hat, hat Philipp Emanuel von Anfang an fremde Stücke aufgeführt. Das, was der Vater etwa seit 1730 in verstärktem Maße macht, macht Philipp Emanuel gleich zum Anfang seiner Karriere. Er macht was ganz Verrücktes. Er beginnt als Antrittsmusik mit einer Kantate von Homilius. Bachen führt am Anfang als Einführungsmusik oder seine Einstiegsmusik in Leipzig eine Doppelkirche groß angelegte Kantate mit höchsten künstlerischen Anforderungen. Und Philipp Emanuel bringt eine Kantate von Homilius. Stellen Sie sich das vor, als wenn ein Pastor als Antrittspredigt eine Lesepredigt eines Kollegen hält. So beginnt Philipp Emanuel in Hamburg. Er hat also schon gottesdienstliche Musik ein bisschen vernachlässigt zunächst, aber muss dann auch zu seiner Rechtfertigung sagen, im Laufe seines Amtslebens haben dann die eigenen Kompositionen zugenommen. Er stand natürlich auch 1767 in einer fatalen Situation, dass er im Grunde genommen kein Apparat an Kirchenstücken mitgebracht hatte aus seinen bisherigen Stellungen. Sein Vater kommt in Leipzig 1723 mit vielen Kantaten aus Köthen und Weimar im Gepäck, die er zum Teil umarbeiten kann, die er zum Teil auch wieder aufführen kann. Genau in der Situation ist Philipp Emanuel eben nicht. Er muss einen völlig neuen Aufführungsapparat sich erstellen an Musikalien. Er macht es, und da können wir zu Ihren Thesen nochmal die Brücke schlagen, indem er auf Altes zurückgreift, aber selbst wenn man den zeitlichen Korridor der Werke, die er sei es im Konzert, sei es in der Kirchenmusik zueinander bringt, betrachtet, mehr als ein halbes Jahrhundert wird es nicht gewesen sein, während selbst Ihre Studenten, die alte Musik studieren, darunter ja 300 bis 400 Jahre zu subsumieren haben. Es fängt an bei Ockeghem und hört bei Mozart noch nicht wieder auf mittlerweile. Also es wird selbstverständlich eine Differenzierung in Nationalstilen. Das heißt, wenn wir allein enger Zeitkorridor 1685 bis 1750 nehmen, dann wird erwartet, dass Couperin grundsätzlich anders klingt als Bach und dass Bach anders gespielt wird wie Vivaldi. Und ich denke, das ist keine Selbstverständlichkeit gewesen. Ja, wenn man überhaupt Couperin begegnete, selber im aktiven Tun am Thomaskirchhof, wahrscheinlich kaum, oder? Wahrscheinlich waren die Franzosen weniger. Ja. Mhm. Obwohl, aber so was in Mitteldeutschland Rang und Namen hatte, das ging ja in Leipzig an und aus. Aber wenn wir dieses sehr kleine Repertoirefenster uns angucken, war es vielleicht dann doch keine Kunst mit einigermaßen Anstand und Würde, prima vista, sich dieser Dinge zu erledigen, wenn man voraussetzen konnte, dass Musiker wie der Trompeter einfach zu den Besten ihrer Zeit gehören. Aber Philipp Emanuel greift schon auf älteres Repertoire zurück, zum Beispiel sein Eisenacher Onkel, der 1703 gestorben ist, der Johann Christoph Bach, den er als den großen ausdrückenden Bach bezeichnet hat, also von dem hat er auch was aufgeführt. Also er geht schon in das 17. Jahrhundert auch zurück, also im Grunde genommen 100 Jahre später. Also so klein ist sein Zeitfenster auch nicht. Also macht mir doch im Grunde das, wovon ich gelernt habe, dass wir es Mendelssohn erst verdanken. Erstens, er bringt die Werke seines Vaters. Mhm. Zweitens, er hat Konzerte erfunden mit größeren historischen Anteilen. Mhm. Also auch das bedarf, denke ich, dringend der Aufarbeitung, die dieses Bachfest vielleicht relativ weitreichend leisten kann. Haben Sie irgendwas beim Bachfest nicht unterbringen können von Werken Karl Philipp Emanuel Bachs, die Sie sehr gerne gespielt gesehen hätten? Ja, wir hätten Auferstehung und Himmelfahrt unterbringen müssen, aber das hatten wir vorher ja schon aufgeführt, das hätten wir nicht wiederholen können. Aber sonst haben wir die großen, wichtigen Sachen schon untergebracht. Da bin ich ganz froh darüber. Das war ein bisschen schwierig. Wir hätten zum Beispiel dreimal das Magnificat aufführen können. Jeder möchte das große Stück aufführen. Also mussten wir selektieren. Wir konnten also nicht das aufführen dreimal. Aber wir haben die großen Eigenkompositionen eigentlich mit dem Programm. Wo sich ja auch wahrscheinlich eine Schwierigkeit daraus ergibt, wenn man ein Programm hat wie Bach und die Romantik, kann man sehr weiträumig gucken, was bietet der Markt an, und irgendwas Passendes wird dabei sein. Aber wenn man sich die einschlägigen Ensembles und Orchester und Chöre anguckt, die dann wirklich auch noch entlegenere Werke von Karl Philipp Emanuel Bach auf der Pfanne haben, das sind ja die allerwenigsten wahrscheinlich. Das heißt, die müssen Programme fürs Bachfest zuliefern und auch dafür einstudieren, oder? Ja, wir haben die Programme zum großen Teil vorgegeben, damit wir eine Struktur reinbekommen.
Sonst hätten wir bestimmte Werke nicht aufführen können, zum Beispiel Israeliten in der Wüste. Das hat ja auch nicht jeder im Programm. Das musste speziell für uns einstudiert werden oder muss noch. Wie ist das an der Hochschule? Also es gab ja in den vergangenen Jahren immer Kooperationen auch mit Hochschulprojekten. Das kammermusikalische Schaffen Karl-Philipp Emanuel Bachs ist gigantisch. Dann wird da auch ganz proaktiv auf so ein Bachfest hingearbeitet oder schaut man dann irgendwann in gemeinsamen Gesprächen, das ist hier gerade, das haben wir lieferbar, das können wir zuliefern? Also ich denke, das geht in beide Richtungen. Die Zusammenarbeit zwischen Bacharchiv und Hochschule ist derzeit so eng, würde gerne sagen, wieder geworden. Also das, also wir freuen uns sehr, dass jetzt die Hochschule und Bacharchiv gemeinsam die Bach-Wettbewerbe wieder ausrichten. Das war wirklich etwas, was wieder zusammengewachsen ist, was dringend zusammengehörte. Die Bespielung dieses Sommersaals ist eine Tradition, was jetzt auch sehr intensiv in Absprache mit der Hochschule betrieben wird. Ich denke, das geht in beide Richtungen. Wir bekommen sehr konkrete Anfragen aus dem Bacharchiv und wir bieten auch an, dass was gerade erarbeitet wird. Mhm. Aber die Beteiligung kann man, glaube ich, relativ schnell aus dem Programmheft des Bacharchivs nachvollziehen. Das sind natürlich eher kleinere Konzerte. Wir müssen gerade zu dieser Jahreszeit immer unsere große Open-Produktion bringen und wir sind mit Prüfungen und so weiter sehr beschäftigt. Die ja jetzt auch beschäftigt. Zum zweiten Mal, Gott sei Dank, nicht genau zum Bachfest stattfindet. Das ist ja auch neu, ne? Also bis jetzt hat sich das ja immer gegenseitig... Genau. Und auch, also ich denke, diese konzertdramaturgischen Absprachen, die gelingen uns jetzt viel besser, als das gelegentlich in der Vergangenheit gewesen ist. Dass Karl-Philipp Emanuel Bach im Speziellen in der Hochschule in Leipzig auf fruchtbarem Boden fällt, haben diejenigen von Ihnen, die eben im Konzert waren, auch hören können, weil Maria Loos, nämlich die Blockflötistin, eine Studentin von Ihnen ist. Also offenkundig wird an Karl-Philipp Emanuel Bach vielleicht nicht direkt gearbeitet, aber immerhin wird man in Leipzig ertüchtigt, dass man dann seiner Musik sich auf allerhöchstem Niveau nähern kann. Wir sind mit der Dreiviertelstunde so gut wie durch. Ich hoffe, dass Sie ein kleines bisschen über Karl-Philipp Emanuel Bach erfahren haben heute, von dem ich immer noch glaube, dass der Boom dringend notwendig ist, auch wenn Sie sagen, er hätte 1988 schon stattgefunden. Beim Bachfest werden Sie Gelegenheit dazu haben. Ich hoffe, Sie nutzen die sehr ausführlich, so ausführlich wie möglich. Danke für Ihr Interesse und vielen Dank, dass Sie da waren. Kopiert, also als Grundlage für diese englische Suite genommen.